Ja, armer Kerl. Wenn man bei einem fliegenden Schädel denn von einem Kerl sprechen kann, der ist das ja bestimmt schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte allein. Also gehe ich mal davon aus, denn der will schon mit einem fliegenden Schädel zusammen sein. Außer, wir. Na gut, was ist mit dir? Diese Leiche trampelt einen dreieckigen Pfad entlang. Wenn sie eine der Ecken des Dreiecks erreicht, hält sie kurz inne, dreht sich dann um und torkelt zur nächsten Ecke. Auf die Seite ihres Schädels ist 965 tätowiert. Als du herankommst, hält sie an und starrt dich an. Ha, sieht ganz so aus, als hätte man diesem armen Schlucker vergessen zu sagen, dass er mit der Regel der Drei aufhören kann. Was meinst du? Diese Leichen haben nicht mehr sehr viel im Oberstübchen. Sie können immer nur eine Aufgabe auf einmal erledigen. Wenn man ihnen etwas aufträgt, tun sie das so lange, bis man ihnen sagt, dass sie aufhören können. Ich schätze mal, dieser arme Schlucker hat seine Aufgabe längst erfüllt, aber niemand hat es ihm gesagt. Wer sagt ihnen, was sie tun sollen? Einer der Verwalter hier oder irgendein Nekromant, der sie aus dem Totenbuch geholt hat. Ich tippe auf die Verwalter. Schließlich sind sie es, die die ganzen billigen Arbeitskräfte brauchen. Oh, verstehe. Und was hast du da vorhin über diese Regel der Drei gesagt? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Was? Naja, die Regel der Drei ist eine dieser Gesetze über die Ebenen. Es besagt, dass immer alles dreimal vorkommt oder aus drei Teilen besteht oder dass es immer drei Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Hört sich nicht an, als würdest du allzu viel davon halten. Ach, Kokolores, man kann jede Zahl nehmen und eine Bedeutung in sie hineininterpretieren. Irgendeine zufällige Übereinstimmung findet man immer. Schon möglich. Komm, gehen wir weiter. Obwohl, nee, weitergehen erstmal gar nicht. Wir haben hier keine Wachen gesehen. Also knüpfen wir uns die Zombies hier auch nochmal vor. Man weiß ja nie, ob die irgendwas dabei haben. Und wir tun ihnen damit eh einen Gefallen. Denn hier als ewiger Sklave missbraucht zu werden, ist nicht wirklich das, was die sich in einem Leben nach dem Tod vorgestellt haben. Die wollten nur im Diesseits ein bisschen Geld machen. Ja, dass wir jetzt im Jenseits sind, ist auch eine komische Vorstellung. Also das Diesseits ist das Jenseits. Uah. Egal. Weiter. Und noch ein Raum, noch mehr Leichen, noch mehr Untote. Erledigt. Und ein riesiges Buch. Dieses Buch ist riesig. Es muss tausende von Namen enthalten. Na gut, aber schauen Schon wir erstmal gut. hier in die Schreibtische rein. Was haben wir denn da? Dienstbuch des Empfangsraums. Sind wir jetzt gerade im Empfangsraum? Mal gucken. In diesem gewaltigen Dienstbuch sind sämtliche Arbeitsabläufe in der Leichenhalle in kleiner, unleserlicher Schrift festgeschrieben. Alle Hüllen, die in die Leichenhalle überführt werden, müssen zuerst im Empfangsraum vom diensthabenden Schreiber erfasst werden, bevor sie einbalsamiert und eingeäschert werden können. Durch Kontrolle der persönlichen Angaben muss geprüft werden, ob es sich bei den Hüllen um Vertragsarbeiter handelt, die nicht zur Einäscherung vorzubereiten sind. In diesem Fall ist der diensthabende Schreiber zu informieren, dass diese Hüllen einen Vertragsarbeiters zum Erwecken vorliegt. Ha, also wir wurden nicht eingeäschert. Das heißt, wir haben irgendwann mal einen Vertrag unterschrieben? Sämtlicher Besitz der Hülle ist diese abzunehmen, bevor sie in die Vorbereitungsräume überführt wird. Die Vertragsarbeiter sind zur Ausführung einfacher manueller Arbeiten vorgesehen und daher nicht in der Lage, eine Hülle nach Besitztümern zu durchsuchen und ihr diese abzunehmen. Der Bund haftet nicht für verloren gegangene Besitztümer, beziehungsweise für Gegenstände, die der Hülle vor ihrer Ablieferung in der Leichenhalle durch Sammler gestohlen wurden. Ha, also hat unser Tagebuch entweder einer der Sammler uns abgenommen, bevor wir hier reingekommen sind, oder einer der Staubmenschen, während wir hier waren. Die Besitztümer einer Hülle werden so lange im Empfangsraum aufbewahrt, bis sie durch einen Eingeweihten eingefordert werden können. Alle Besitztümer sind im Dienstbuch zu katalogisieren. Ha. Dieser Auflistung folgen tausende von Einträgen über Leichen, die in den Vorbereitungsraum überstellt wurden. Während du das Buch durchblätterst, fällt dir jedoch auf, dass die letzte Seite herausgetrennt wurde. Ja, da stehen wir wahrscheinlich drauf, weil wir hier gerade erst eingeliefert wurden. Also zumindest ist es anzunehmen, dass wir gerade erst eingeliefert wurden. Aber das Buch behalten wir erstmal. Das kommt in meine Questecke. Und was haben wir hier noch? Oh, Gold ist immer gut. Obwohl, nein, das sind ja Kupfermünzen.
Und ein Fausteisen, das klingt doch brachial. Also ein Skalpell macht 1 bis 3 Schaden, das Fausteisen 2 bis 4. Das ist doch schon mal besser. Ja, und Morte gebe ich das Skalpell nicht, weil er hat keine Waffen. Er hat ja nur seine Zähne. Auch wenn man im Verlauf des Spiels bessere Zähne finden kann, was ich ein recht cooles Feature finde. Aber ja. So, da ist auch noch was. Oh. Du Heiligster, das ist ein höllisches Buch. Was ist es? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das ist das Buch, in das sie die Namen jedes armen Schluckers einritzen, der das Pech hat, hier abgeladen zu werden. Oh, könnte mein Name denn da drin stehen? Tja, könnte sein. Um das herauszufinden, musst du deine Knochenschüssel mit dem schwebenden Staub wieder drüben rasseln lassen. Ich bin aber nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Also unsere Knochenschüssel mit dem Staub wieder rasseln lassen heißt wohl reden. Hat echt eine komische Sprache drauf manchmal. Naja, ich brauche Antworten. Ich werde mit ihm sprechen. Der fliegt wirklich auf so eine Art Stuhl. Ich bin weg. Dieser Schreiber sieht sehr alt aus. Seine Haut ist faltig und eine Spur gelb, wie altes Pergament. Dunkelgraue Augen liegen in einem eckigen Gesicht und ein langer weißer Bart fließt wie ein Wasserfall an seiner Robe herunter. Sein Atem geht stoßweise und unregelmäßig. Doch selbst sein gelegentliches Husten verlangsamt das Kratzen seines Federkiels nicht. Seid gegrüßt. Hey, Meister, was machst du da? Wollt nur gerade mit diesem Schreiber reden? Der weiß vielleicht, wie ich hierher gekommen bin. Sich mit Staubis abzugeben, ist auch das Allerletzte. Bevor Morte seine Tirade beenden kann, beginnt der Schreiber heftig zu husten. Kurz darauf lässt das Husten nach und der Schreiber atmet wieder keuchend. Und wir sollten vor allem keinen Plausch mit kranken Staubis halten. Komm schon, hauen wir ab. Je schneller wir diesem Ort eins grinsen, desto besser. Bevor Morte seinen Satz beenden kann, blitzen die grauen Augen des Schreibers zu dir herüber. Die Jahre lasten schwer auf mir, Rastloser. Er legt den Federkiel ab. Doch an Taubheit leide ich noch nicht. Rastloser? Kennst du mich? Dich kennen? Ich... In der Stimme des Schreibers schwingt Bitterkeit mit. Ich habe dich nie gekannt, Rastloser. Genauso wenig wie du dich selbst. Er schweigt einen Moment. Weil du es vergessen hast, nicht wahr? Wer bist du? Wie immer die Frage und wie immer die falsche Frage. Dahl beugt sich etwas nach vorn, aber diese Bewegung löst plötzlich einen Hustenanfall aus. Ich... Er schweigt einen Moment, bis er wieder zu Atem kommt. Ich bin Dahl. Oh, hier ist ein kleiner Übersetzungsfehler. Vielleicht kannst du mir ein paar Fragen beantworten, Dahl. Er scheint hier eine wichtige Position einzunehmen. Und ist der Einzige, der reden kann, den wir bisher getroffen haben, außer Mortal. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Gut, was willst du wissen? Was ist das hier für ein Ort? Du befindest dich in der Leichenhalle, Rastloser. Du bist wiedergekommen. Ein Hustenanfall hindert ihn am Weiterreden. Nach einer Weile beruhigt er sich und atmet wieder keuchend. Hier wartet, wer den Schatten dieses Lebens bald verlassen wird. Erzähl mir mehr über die Leichenhalle. Hierher werden die Toten von Siegel gebracht, um bestattet oder verbrannt zu werden. Es ist unsere Verantwortung als Staubmenschen, uns um die Toten zu kümmern. Jene, die den Schatten des Lebens verlassen haben und auf dem Pfad zum wahren Tod wandern. Dahls Stimme senkt sich besorgt. Deine Wunden müssen einen hohen Tribut gefordert haben, wenn du diesen Ort nicht wiedererkennst. Er ist beinahe dein Zuhause. Schatten des Lebens? Ja, ein Schatten. Siehst du, Rastloser, dieses Leben ist nicht echt. Dein Leben, mein Leben, das sind nur Schatten. Ein Aufflackern dessen, was das Leben einmal war. Dieses Leben ist der Ort, wo wir landen, nachdem wir gestorben sind. Und hier bleiben wir dann, in der Falle, in einem Käfig. So lange, bis wir den wahren Tod erreichen können. Und was ist der wahre Tod? Der wahre Tod ist die Nicht-Existenz. Ein Zustand ohne Vernunft, ohne Empfindung, ohne Leidenschaft. Dahl hustet und sagt schwer atmend, ein Zustand der Reinheit. Das Konzept finde ich auch interessant. Denn wenn die meisten Menschen an den Tod denken, denken sie an nichts oder an Schlafen.
Aber dann ist das Gefühl dabei, dass nichts irgendwann langweilig werden könnte oder wie eine Folter oder wie eine Qual. Aber es ist ja nichts da, was ich darüber aufregen könnte, dass nichts da ist. Also es ist wirklich ein reiner Nichtszustand. Das ist recht kompliziert, sich vorzustellen. Aber das Konzept ist sehr interessant. Hört sich an wie Vergessenheit. Warum sollte jemand so etwas wollen? Ist es schlimmer, als im Schatten dessen zu verweilen, was früher einmal Leben war? Ich glaube nicht. Na gut, erzähl mir mehr über die Leichenhalle. Wir wollen etwas über die Staubmenschen wissen. Wir Staubmenschen sind ein Bund, eine Vereinigung jener von uns, die sich der Illusion dieses Lebens bewusst sind. Wir warten auf das kommende Leben und helfen anderen auf ihrer Reise. Vielleicht kannst du mir dann erklären, warum diese Staubmenschen mich tot wissen wollen. Jedenfalls war Morte der Meinung, dass sie mich umbringen wollen. Dahl seufzt. Man sagt, es gäbe Seelen, die den wahren Tod niemals erreichen können. Der Tod hat sie aufgegeben und ihre Namen werden niemals in das Totenbuch eingetragen werden. Vom Tod wieder zu erwachen, wie du es getan hast, deutet darauf hin, dass du eine dieser Seelen bist. Deine Existenz ist in unserem Bund inakzeptabel. Inakzeptabel? Das klingt nicht so, als ob ich hier einen besonders guten Stand hätte. Versteh doch, deine Existenz ist für sie reine Blasphemie. Viele unseres Bundes würden dich eher einäschern lassen, wenn sie von deinem Zustand wüssten. Du bist ein Staubmensch, aber du scheinst kein Interesse daran zu haben, mich zu töten. Warum nicht? Weil es nicht richtig ist, dir unsere Überzeugung aufzuzwingen. Du musst dieses Schattendasein aus freien Stücken aufgeben, nicht etwa weil du gezwungen wirst. Dahl scheint augenblicklich loshusten zu müssen, doch er schafft es, sich zu beherrschen. Solange ich meinen Posten halte, werde ich dein Recht schützen, deine eigene Wahrheit zu suchen. Was ist denn dein Posten? Ich bin ein Schreiber, ein Katalogisierer aller Höhlen, die in die Leichenhalle kommen. Dahl hustet wieder und atmet dann tief ein. Solange der Strom der Leichen durch die Leichenhalle fließt, werde ich auf meinem Posten bleiben. Du sagst, dass ich hier schon öfters war. Wie kommt es dann aber, dass die Staubmenschen mich nicht wiedererkennen? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich bin derjenige, der die Höhlen katalogisiert, die in unsere Hallen kommen, Rastloser. Dahl hat einen Hustenanfall, dann fängt er sich wieder. Nur ich sehe die Gesichter derer, die auf unserer Totenbank liegen. Das Dunkel deiner Existenz ist bei mir sicher aufgehoben. Das heißt, er ist ein Verbündeter, auch wenn wir ihn nicht wirklich kennen. Also haben wir jetzt schon zwei Verbündete, wenn wir denn wirklich auf Morte zählen können. Das wissen wir noch nicht wirklich, vielleicht will ich ihn einfach nur hier raus. Aber das werden wir noch früh genug herausfinden. Erzähl mir über die Leichenhalle. Was ist Sigil? Sigil ist unsere schöne Stadt, Rastloser. Da könntest du ruhig ein wenig ausführlicher werden, aber vielleicht kommst du ja nicht ganz so viel hier raus. Wie sieht es aus mit meinen Wunden? Ja, die Wunden, die deinen Körper zieren. Sie sehen aus, als hätten sie jeden anderen auf den Pfad des wahren Todes befördert. Und doch scheinen viele bereits verheilt zu sein. Dahl muss kurz heftig husten, dann kann er weitersprechen. Aber dies sind nur die oberflächlichen Wunden. Nur oberflächliche Wunden? Wie meinst du das? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich spreche von den Verletzungen der Seele. Du hast vieles vergessen, nicht wahr? Vielleicht sind deine wirklichen Wunden viel tiefer als die Narben, die dein Äußeres zieren. Dahl hustet erneut. Aber das ist etwas, das nur du allein weißt. Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Dahl schnaubt verächtlich, als würde er sich nur ungern erinnern. Du wurdest auf einem verrotteten Wagen in die Leichenhalle kutschiert, Rastloser. Angesichts der Anzahl an ergebenen Untertanen, die zusammen mit dir stinkend und alternd auf dem Wagen lagen, hätte man dich glatt für einen blaublütigen Edelmann halten können. Ich kam auf einem Karren hier an? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Dein Knochengerüst steckte irgendwo mitten im Haufen und vermischte seine Sekrete mit dem restlichen Leichenberg. Dahl hustete wieder heftig los. Nach ein paar Minuten kommt er wieder zu Atem. Dein Hofmarschall Ferret war wie immer sehr erfreut über die paar lausigen Kupferstücke, die dafür bekam, dass er euch vor der Leichenhalle ablud. Ferret, den sollen wir doch suchen. Aber wenn er unser Hofmarschall ist, warum lädt er uns denn hier in der Leichenhalle ab und wird dafür auch noch bezahlt? Wer ist dieser Ferret? Er ist ein Totensammler. Dahl holt schwer Luft und fährt fort. In unserer Stadt gibt es Leute, die die Körper all derer aufstöbern, die den Pfad des wahren Todes beschritten haben.
und sie dann zu uns bringen, um sie bestatten zu lassen. Also er hat uns hier abgeliefert. Das heißt, er hat höchstwahrscheinlich auch unser Journal, wenn es nicht irgendwo hier ist oder von einem anderen Staubmenschen abgenommen wurde. Wo kann ich diesen Ferret finden? Wenn alles beim Alten bleibt, Rastloser, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Ferret dich findet und wieder hierher bringt, als dass du die Schlammgrube findest, in der er sich gerade suhlt. Trotzdem muss ich ihn finden. Eine leise Warnung schleicht sich in Dahls Tonfall. Such nicht nach Ferret, Rastloser. Ich bin sicher, dass sich der Kreis einfach wieder schließen wird, du nicht weiser sein wirst und Ferret darum letztendlich um ein paar Kupferstücke reicher. Nimm den Tod an, Rastloser. Setze den Kreis deiner Leiden nicht fort.